Gelände der kosovarischen Hauptstadt Pristina, direkt neben den Gleisen eines Güterbahnhofs, lebt die Familie von Mutter Zahir und Vater Bashkim. Sie haben 5 Kinder. Einmal die Woche kommt SOS-Sozialarbeiter Blerim Shabani zu ihnen ins Haus. Haus kann man das eigentlich nicht nennen. Es regnet rein, nur ein Zimmer hat ein Fenster. Es gibt kein Bad, kein fließend Wasser und keinen Strom. Die Familie ist Teil des FSP-Programms von SOS, der sogenannten Familienhilfe. Dabei wird versucht, direkt in der Familie zu helfen, damit die Kinder nicht ins Kinderdorf müssen, sondern bei ihren leiblichen Eltern bleiben können. Viel Arbeit für Blerim. Ich bin eigentlich für alles verantwortlich, was mit dieser Familie zu tun hat. Für die Kinder, die Eltern, die ganze Familie eben. Ich helfe bei Behördengängen und der Koordination mit anderen Nichtregierungsorganisationen. Blerim Shabani versucht, dem Vater Arbeit zu vermitteln oder für die Familie eine feste Bleibe zu finden. Die Eltern waren nie in der Schule, leben von 80 Euro Sozialhilfe im Monat und die Mutter geht täglich betteln. Das jüngste Mädchen wurde extra zu diesem Zweck geboren. Die 2-Jährige wird von der 7-Jährigen beaufsichtigt und der 5-jährige Bruder von der Ältesten, der 12-jährigen Feride. Die Kinder sind unterernährt, emotional verwahrlost und komplett ohne Bildung. Das größte Problem ist die Hygiene. Es war extrem schmutzig. Sie haben wochenlang kein Bad oder eine Dusche gesehen. Aber wir machen Fortschritte. Früher lag so viel Dreck herum, dass man kaum zur Tür reinkam. Sie hatten kaum Kleider und Schuhe für die Kinder. Aber das hat sich gebessert. Sie haben schon Hilfe bekommen. Und jetzt hoffen wir noch, dass wir sie irgendwann so weit kriegen, dass die Kinder in die Schule gehen können. Das Wichtigste ist jetzt, eine feste Bleibe für die Familie zu finden. Immerhin hat es Blerim geschafft, dass die Eltern einem Schulbesuch zustimmen. Das geht aber nur, wenn die Kinder nicht ständig umziehen müssen. Blerim ist zuversichtlich. Ich hoffe, dass wir bald mit dem Schulbesuch anfangen können. Ich kann diesen großen Tag kaum erwarten. Bis dahin wird es aber leider noch dauern. Und so wird Zaira Kaku vorerst weiter jeden Tag in die Stadt zum Betteln fahren und der Vater die Gegend nach Nützlichem durchstreifen. So lange bleiben die Kinder tagsüber weiter alleine daheim und hoffen, dass es am Abend etwas zu essen gibt.